Hallo und willkommen, meine Freunde, zu einer weiteren Folge Age of Water. Wir schauen mal, wie es jetzt hier weitergeht. Wir gucken in unser Logbuch. So, Kneipenschlägerei brauchen wir gar nicht hin. Ein Bauarbeiter finde... Aber ich muss auch noch zu der einen Dings hin, ne? Zu der einen Bar. Auf der Suche nach Land, die möchte ich auch gerne mal beenden. Wobei, wenn wir jetzt schon hier sind, können wir auch mal eben hier rüber juckeln, ne? Dann gucken wir mal, dann gucken wir gleich mal nach unten. Mal gucken, ob wir jetzt da, wie es da aussieht. Aber ich habe eine dumme Befürchtung. Aber mal schauen, wie es da so weitergeht. Der Haarscharf an einer Mine vorbeigefahren, ne? Jetzt drücke ich wieder E und der sammelt wieder nicht ein. Das heißt, der Server könnte, glaube ich, gleich wieder in die Knie gehen. Seid man schnell genug ran, ne? Ja, das geht schon viel besser. Und wir bekommen mit dem Granatwerfer viele Haie, ne? Oh nein. Oh nein, das ist Pain in the Ass. Das Ding ist Pain in the Ass. Ich muss gucken, dass ich rankomme. Der hämmert mir nämlich richtig einer rein. So, wir waren auf dem Weg da vorne hin, ne? Ach, guck mal, da war ein Wal. Steht ein Boot oder was ist das? Hi, Fischjäger. Hey, Wanua. Have you seen a huge white man eating shark? Shame. That bastard destroyed dozens of boats and killed even more people. If you see it, let me know. I'll tear it apart into a thousand pieces. Ah, I take it you spoke to my daughter. Pay no attention to her tears. Women have no understanding of what men's work and what men's honor mean. Are you serious? Just up and abandon my quest to find the shark that killed my son? How? I can't eat or sleep. I want no peace while that shark remains alive. Oh, was passiert jetzt? The sea has been restless recently. Okay, warte mal. Er hat... Oh, was hat der eigentlich für eine Waffe da drauf, ne? Kann man bei eurer Jagd mitmachen? Komm, wir nehmen das einfach mal an. Ja, ich will helfen.
Okay. So, wir haben wieder eine neue Quest, oder? Wo sollen wir jetzt hin? Suche den Menschenfresser, dann fahren wir mal dahin. Dahin bitte. So. Das ist ja nicht weit, und dann gucken wir mal. Ich soll Instrumententeile finden. Okay, das ist natürlich jetzt auch nicht gerade förderlich. Da liegt was. Dass diese Strudel, die nerven auch voll, ne? Will mich reinziehen, ne? Die Sau. So. Guck mal, hier wäre eine Stelle zum Baggern gleich. Holzmöbel. Okay. Ich kann mich mit dem Schiff nicht so drehen, ne? Wie ich das will. Ich drück die ganze Zeit und der macht einen riesen Bogen, weil diese blöde Welle mich reinziehen will. So, warte mal. Ich schmeiß mal hier mein Signal raus. Ich bin mir nicht sicher, ob man hier was finden kann oder nicht. Der Punkt muss ja irgendwas auf sich haben, ja. Ich weiß, dass ich da zu dem Ding hin muss, aber hier ist noch Loot, das ich mitnehmen möchte. Und wenn wir eins zu wenig haben, dann ist es Loot. Da sind da zwei. Wenn da zwei sind, gehen wir hier in Ruhe und looten, ne? Sehr schön. Aber die haben alle schon diese Torpedoboote. Die Dinger fahren 60, sind übelst stabil. Übelst schnell, wendig. Und guck mal hier. Hello, Drifter. Because we live at the locator, and Sue the Witch cursed it. You shouldn't linger here. We can't shelter you, and there's a man-eating shark in these parts. If you stay on your boat overnight, you... What do you want, Captain? Okay, Moment. Wir haben eine Quest abgeschlossen und gleichzeitig eine neue bekommen. Ja, vertraut, das Ding ist, da fahren wir da mal hin. Also hier soll irgendwo der Hai sein, ne? Schon wieder so ein Loch.
instant wieder kaputt. Alter, guckt euch das an, wie die hier mich zendeppern. Oh mein Gott. Okay, ich hab nichts gemacht. Captain, we'll sink soon. Hurry, oh enter Gott. Emergency mode. Press spacebar. Ja. Ja, ja, ja. Versinken. Mein Gott. Ja, Freunde, was will man da auch sagen oder machen, ne? Du kannst da nichts gegen machen, wenn da so viele T2-Torpedoboote kommen, die auf einen rumballern. Also, das ist unglaublich, ne? So, ich muss mein Loot. Wo ist mein Loot? Da ist mein Loot. Ja, guck mal. Wir werden niemals an unseren Loot rankommen. Wir werden jetzt alles verlieren. Ah, die gucken gerade nicht auf mich. Denn mein... Okay, jetzt haben die mich doch gesehen. Ich kann ihn nicht nehmen. Doch, jetzt kann ich ihn nehmen. Mein Gott. Weg hier, weg hier. Aber auf was schießen die? Die schießen auf irgendwas, aber nicht auf mich. Ich glaube, ich muss das Boot entern. Kann das sein? Guck mal, die beschießen sich da gegenseitig. Okay, okay. Ich hab. Mein Gott. Captain, we'll sink soon. Hurry, enter emergency mode. Press Spacebar. Ich drück die ganze Zeit Spacebar, Mann. Boah, der Eckhart uns hat Game gerettet. Ja, wir sollen hier nicht sein. Definitiv nicht, ne? Also, keine Ahnung. Ich bin am Ende meiner Weisheit. Helf mir bloß, ne? Kaum ist Icke nicht mehr da, fühle ich mich schon wieder unsicher, ne? Und unwohl, ja. Aber die scheinen hier alle hin zu müssen, glaube ich, ne? Ich bin mir nicht sicher. So, habe ich denn jetzt hier mein Dings abgeschlossen? Ne, ich muss ja hier hin wieder, ne?
Boah, dass das immer so spät aufgeht, das Fenster. Oh, der Server ist gleich wieder weg. Ich kann weder vorwärts noch rückwärts fahren. Weil da wieder diese komische Windwelle kam. So, wo muss ich hin? Da hinten muss ich hin, ne? Na, gucken wir mal, ob das da so richtig ist oder nicht. Also, ich fahre nicht so bescheuert. Das ist der Wind, der mich so drückt, ne? Jetzt werde ich wieder gebremst. Guck mal, wie schnell die sind. Seht ihr das? Wir haben alle die dicken Speedboote. There should be some boat fragments here. Oh, I hope to find a shark tooth or traces of its teeth on wreckage. Scheiße, was kommt denn da jetzt schon wieder? Überall dieser Müll spawnen muss hier immer, ne? Von diesen Wettereffekten, ne? Unglaublich. Ich will versuchen, die ganze Zeit zwischen diese drei Felsen hier zu kommen. Ich drücke jetzt voll nach links und ich werde immer weiter abgedriftet. Nach hinten geht total langsam und nach vorne wie ein Raketenstart. Holz will ich mitnehmen. Kommt schon wieder welche.
Ich weiß nicht, was hier gerade abgeht, aber hier gehen ganz komische, merkwürdige Dinge ab. Ihr seht es ja selber. Und dass ich nicht richtig steuern kann hier. Gehen wir mal ein bisschen einsammeln hier. Jetzt habe ich schon wieder Gegenwind. Ich habe hier eine Quest und soll hier was machen, aber frag mich mal was. Alle Felsen durchsuchen, mehr können wir letztendlich dann noch nicht tun. Gut, ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle Schluss und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, tschüss, ciao und bye bye.